Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Wie laut die Stille schreit Box von Stunde 0. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wie laut die Stille schreit von Stunde 0. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das dritte Album von Stunde 0, erscheint am 29. Januar. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. Das Ganze kommt hier eingeschweißt. Wir werden mal als allererstes die Folie abmachen und uns das dann im Detail ansehen. So, einmal die Folie abreißen. Die ist recht widerstandsfähig, aber jetzt. So, und das ist dann die Box. Wir haben hier eine schwarze Metallbox vorliegen. Hier haben wir ein schwarzes Bild, einen schwarzen Hintergrund, so eine dunkelgraue Wand sehen wir hier auch noch neben dem Schatten durchscheinen. Hier unten Stunde 0, wie laut die Stille schreit. Und dann haben wir hier einen orangen Luftballon, der hier tatsächlich an einer Schnur aus Stacheldraht festhängt. Also, das Ganze wurde hier auch noch geprägt. Man kann das hier sehen, ja. Also es steht hier so etwas raus. Sowohl hier unten, als auch natürlich hier dieser Luftballon und der Stacheldraht. Auf der Seite haben wir hier rechts einmal den Stunde 0 Schriftzug und links auch. Also die Seite und die gegenüberliegende dann blank. Und auf der Unterseite der Box lesen wir hier, was sich in dieser Box alles befindet. Inhalt: Wie laut die Stille schreit, Digipack. Bonus-CD, hochwertiges Armband, Stofftasche, zwei gewebte Patches, Stunde 0, Luftballon, Sticker und unterschriebene Autogrammkarte. Okay, all das erwartet uns hier. Dann haben wir hier die beteiligten Labels. Das Ganze erschienen über Draka Entertainment. Soulfood hat den Vertrieb gemacht, Barcode und die Website von Stunde 0. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Deckel der Box ist abnehmbar, wenn es mir gelingt. Moment. Der geht etwas streng, aber so sieht das aus. Das ist der Boxdeckel, von innen silber. Und hier haben wir dann den Boxinhalt vorliegen. So, wir haben hier die Tragetasche und scheinbar hat man es hier tatsächlich geschafft, alle Inhalte in diese Tragetasche hier mit reinzupacken. Somit ist die Box jetzt leer, von innen silber, wie wir sehen. Machen wir mal wieder zu. Jawohl, geben die Box zur Seite. Und damit dürfte auch der Inhalt so gut wie möglich angekommen sein und heil sein, denn die Tragetasche hält hier wirklich alles fest. Somit kann hier dann beim Transport nichts irgendwie in der Box herumfliegen und beschädigt werden. Und wir schauen uns das mal an. Ja, es sieht sehr gut aus. Also wir haben hier einmal das Album an sich. Das kommt hier wie gesagt im Digipack. Dann haben wir, wo haben wir sie hier, glaube ich, die Bonus-CD, die kommt hier separat. Einen Sticker im Hochformat. So, dann haben wir, wo ist der zweite Sticker? Okay, es ist ein Sticker. Dann haben wir hier ein Armband, den Luftballon, die Autogrammkarte. So, das gibt es aber zweimal, die Sticker. War nicht zweimal, aber den hier gibt es zweimal, den Patch, einmal, zweimal. Und dann haben wir hier noch die Tragetasche. Gut, ich würde sagen, wir starten immer mit dem Album an sich. Das befindet sich ja noch in Folie. Dann werden wir auch das hier mal befreien. So, einmal hier aufschneiden. Und dann schauen wir rein. So, das ist das Cover, ident mit dem Cover, das wir schon vom Boxdeckel kennen. Digipack hier auf der Seite auch nochmal beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt, wenn ich richtig informiert bin, 12 Tracks. Barcodes, okay. Und das Ganze ist nicht durchnummeriert, aber ja, es sind 12 Stück. Dann schauen wir mal, oh, hier ist das auch nochmal beschriftet.
So, ins Innenleben. Wie laut die... Moment. So, Stille schreit, sonst würde hier stehen, wie laut die Stunde 0. So, als erstes geht's zum Booklet. Das ist hier rechts in dieser kleinen Stecktasche. Wieder das Cover. So, wenn auch etwas merkwürdig abgedruckt, die Lyrics. Also unterschiedliche Schriftfarben und Größen. Aber hier sind die gesamten Lyrics drauf. Bedeutet, jeder einzelne Track ist hier Wort für Wort erfasst. Wunderbar zum Mitsingen oder auch Nachlesen, je nachdem. Sehr schön. So, dann eine Doppelseite mit Bildern. Hier mit den Gasmasken, das Endzeit-Szenario. Weitere Lyrics. Also wir sehen jede Menge Text hier. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits zum Album, alle Beteiligten. Und hier dann noch eine Danksagung. So, dann haben wir das Album auf CD natürlich. Das kommt hier auch wieder in diesem Luftballon-Stil. Der ist hier im Artwork wirklich omnipräsent, dieser orange Luftballon, der durch den Stacheldraht wahrscheinlich kurz vorm Platzen ist. Dann haben wir eine Bonus-CD, die kommt hier in einer Papphülle mit einem anderen Cover, also Stunde 0 hier mit Gasmaske zu sehen. Auf der Rückseite nochmal drei Tracks obendrauf. Und die CD sieht so aus. Hier dieses Fünfeck. Und das Ganze, wie gesagt, in der Papphülle. Also haben wir hier 12 plus 3, also insgesamt dann 15 Tracks. Dann kommen wir zum Sticker. Der sieht so aus, wie gehabt, der orangene Luftballon mit dem Stacheldraht und hier unten wieder Stunde 0, wie laut die Stille schreit. Hochglanz und eben im Hochformat. Ein Luftballon ist mit dabei, selten aber doch, gibt es sowas in Deluxe-Boxen. So, hier lesen wir auch wieder, Stunde 0, wie laut die Stille schreit. Beidseitig bedruckt, wir werden das Ganze mal kurz etwas aufblasen. So, dann schauen wir uns den mal an. So sieht das aus. Und auf der Rückseite ebenfalls. Also beidseitig bedruckt, orangener Luftballon mit schwarzer Schrift. Jetzt ist er wieder ohne Luft. Dann haben wir als nächstes zwei Patches an der Zahl. Einmal diesen hier, den Logo-Patch zu Stunde 0 mit dem Artwork hier mit diesem Ziffernblatt SN. Und dann hier einmal den Albumtitel, wie laut die Stille schreit. Beide Patches hier in schwarz und weiß. Als nächstes haben wir eine Autogrammkarte. Alle fünf Herrschaften der Band hier nebeneinander und sie haben sich hier mit weißem Stift verewigt. Also Aaron, Jonas, Markus, Michael und Stefan, alle fünf hier unterschrieben. Rückseite blank weiß, Größe so A6, also so Postkartenformat. Als nächstes haben wir hier ein Armband und das ist passend zum Album-Artwork, denn wir haben hier den ersten Beutel mal weg, hier dann nochmal das Metallteil separat verpackt. Na, müssen wir hier auch nochmal aufmachen, Moment. So, aber jetzt. Und zwar haben wir hier ein Armband im Stacheldrahtdesign. Also das Ganze kommt hier in schwarzer Stacheldrahtoptik, bedeutet wir haben hier dann das Ganze mehrfach so eingearbeitet. Auf der Rückseite dann hier ein silberner Verschluss, wie man es kennt, klassisch von solchen Ketten. Auch hier dann noch ein zusätzlicher Anhänger, so eine kleine Kette. Und hier vorne dann diese Metallplakette mit dem Stunde 0 Aufdruck. Jawohl, das kann man sich dann entsprechend ums Handgelenk machen. Ich werde es jetzt nicht komplett drauf machen, aber wenn man jetzt hier so ein, zwei Lagen macht, Moment. So, dann sieht das hier dann ungefähr so aus, je nachdem, wie dick oder wie dünne Handgelenke man hat, kann man das hier zweimal, dreimal drüber machen und hier seine Band repräsentieren. Okay,
Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch mit dabei eine Tragetasche, eine Stofftasche. Kommt hier in Schwarz und Weiß. Auch hier wieder der Bandname aufgedruckt und das auf beiden Seiten, also beide Seiten hier bedruckt. Wir haben es bei dieser Stofftasche zu tun mit Ökotex Standard 100. Das Ganze ist, wo haben wir es? Hier hergestellt in Dortmund. 100% Baumwolle. Grüße gehen raus. Ja, und das eignet sich für diverse Möglichkeiten, zum Beispiel zum Einkaufen oder um seine Sachen mit zum Sport zu nehmen, seine Schulbücher, was auch immer man transportieren möchte, kann man mit dieser Tasche tun und auch hier wieder Stunde 0 repräsentieren. Jawohl, das war es soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Tragetasche hier in Schwarz und Weiß aus Baumwolle. Dann haben wir hier die Autogrammkarte mit allen 5 Unterschriften. Die beiden Patches, einmal wie laut die Stille schreit, einmal Stunde 0. Der Sticker im Hochformat, der Luftballon mit dem Aufdruck, das Armband hier in Stacheldrahtoptik, die Bonus-CD in der Papphülle mit 3 zusätzlichen Tracks und natürlich das Album an sich, wie laut die Stille schreit, mit insgesamt 12 Tracks hier im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, wie laut die Stille schreit von Stunde 0. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Stunde 0 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.